Wunderschönen guten Morgen, heute Morgen, Montagmorgen, 20 vor 7. Ich habe hier gerade den neuen 14 geladen. Jetzt fahren wir noch rüber in den Hof, laden Löffel. Das sind die Hatchte. Da kommen Autos gefahren und die ballern einfach raus. Egal, was liegt mit dran. Kieberfahrer, sorry, wir haben nicht nur solche, wir haben viele solche. Laden Löffel, dann müssen wir noch LKW und Bagger, muss noch getankt werden. Und dann geht der Bagger runter nach Schwarzerden. Ich muss diesmal nicht hochfahren, ja. Bagger hat Gummiketten. Den laden wir unten ab im Ort und der Bagger fährt dann auf der Kette hoch. So ist mal der Plan. Viertel nach 8 haben wir es. Ich habe noch ungefähr 10 Kilometer. Ja. Ja, schlecht als rechte Straßen, aber wenigstens ist er breit genug ausgebaut. Fahre einen anderen Weg als ich das erste Mal oben war. So rum. Das erste Mal oben war, bin ich ja durch viele Ortschaften gefahren. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist hier keine einzige Ortschaft. Ja, also lässt sich wesentlich besser fahren. Die Straße ist halt nicht in überragender Qualität, aber dass es rappelt, das sind wir ja gewohnt. Lässt diesen Flugplatz. Das sieht recht groß aus, ne? Okay. Sieht richtig groß aus. Nicht Hahn, der Quatsch. Da viel zu weit ohne für Hahn. Das kann nicht Hahn sein. Nee, alles gut. Sorry, ich hab gerade versucht zu denken. Kann nicht Hahn sein. ja. Wir werden den Bagger ohne im Ort abladen irgendwo und werden den Bagger auf der Kette hochfahren. Ich weiß nicht, ob ich den Bagger fahre oder ob der Kollege den Bagger fährt. Wird eigentlich egal sein. Als wir das letzte Mal gefahren sind und dann bin ich hier quasi hochgekommen, ja, also hat sich das hier lässt sich jetzt wesentlich besser fahren. Ob es weiter ist oder nicht, das ist mir relativ egal. Ich kann einfach fahren. Ist jetzt sogar wieder ausgebaut, so wie es aussieht. Ja, also besser kann es ja gar nicht laufen. Besser kannst du ja jetzt gar nicht fahren. Gut, egal. Ich sagte Bagger per auf der Kette. Fahren wir den hoch. Fahren wir Tieflader, läuft ein bisschen nach links. Nicht viel, aber. Vorne ein bisschen bei der Rechtshalle.
weil wir werden da vielleicht dann erst mal gucken, ob Platz ist. Vielleicht kann ich doch vielleicht durchfahren, ich weiß es nicht. Aua. Rausgekommen, als ich das erste Mal hochgefahren bin. Ich glaube, ich bin hier rausgekommen, als ich das erste Mal hochgefahren war. Naja, auf jeden Fall bin ich in den nächsten 4-5 Kilometer da. Ich habe das Navi mal mitlaufen, weil ja, es hat keine alltägliche Strecke, sage ich jetzt mal, die ich hier fahre. Da ich kenne mich hier nicht so aus. Gut, jetzt könnte ich es ausmachen. Ich weiß, dass ich die nächste links abbiegen muss. Und dann bin ich da. Das ist hier. Ich habe noch gute 5 Kilometer bis ans Ziel, wobei ich dann auch noch nicht an meinem Ziel bin, sondern wir werden den Bagger, werden wir per Kette hochfahren. Werde mal abladen, ja, und dann halt wie gesagt die letzten paar hundert Meter quasi per Achse, per Kette fahren. Jetzt ist nah, was hier überall Holz liegt. Also hier überall Holz liegt. Sogar sein, wenn man hier den Weg hinterfährt oder hinterfahren würde oder einen dieser Wege, dass man direkt an der Baustelle rauskäme oben. Die Baustelle liegt ja mittendrin im Wald.
von vorne geht es links ab. Dann sieht man auch quasi schon da die Schwarzerden. Jubi! Ich weiß nicht, ob ich den Fernbedienung brauche. Ich denke mal nicht. Kommt nichts entgegen. Von links. Ja, geht so. Geht so. Oder? Alles gut. Wetter ist jetzt natürlich wieder, ne, mehr oder weniger bescheiden. Hatten so ein schönes Wochenende. Gestern war es richtig warm. Aber es war gestern überall richtig warm. 15, 16 Grad gehabt, ja, und heute Morgen ist schon wieder bescheiden. Naja. Wichtig Darm hab. Der mischt sich der Arm ab. So, da sind wir. Kommt der links, kommt gleich ein Feuerwehrhaus und da. Mal gucken, da werden wir stehen bleiben, denke ich. Schotterplatz vorne dran. Steht ein Auto, ne? Bushaltestelle. Es stehen mehrere Autos jetzt, das ist jetzt doof, ne? Und dann Bus durch. Ich hoffe, dass dann Bus durchkommt. Vielleicht fahren wir erst mal mit dem Bus hier hoch. Gucken mal. Wenn ich da vorne rumkomme, es ist zwar richtig schön eng, ja, aber wenn es geht, fahren wir auch hoch. Also wir waren schon mit dem 30 Tonne Bagger da, also wenn wir den Bagger auch da hochbringen. Ich gehe mal zu meinem Baggerfahrer. Augenblick. Sorry fürs Warnblinken. Was habe ich hier gedreht bekommen? Ich hoffe doch. Ausgegangen. Ich fahre jetzt Weilerbach Krankenhaus. Da lade ich den 922 und den fahre ich hoch nach Wieselberg. Ich weiß nicht, was wir da für eine Baustelle haben. Keine Ahnung, gehört habe ich schon davon, aber was da zu machen ist, weiß ich nicht. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Tieflader war nicht richtig drin. In der Aufnahme. Jetzt haben wir 8:45.
denke, es wird kurz vor 11, bis ich da bin. Etwa. Ja, hole meinen Weg wieder zurück. Das muss ich noch machen. Das werde ich gleich machen. Ich habe die ersten Aufnahmen heute, die sind auch schon wieder mono. Die muss ich dann halt umwandeln. Aber wenn ich jetzt stehe, bin ja gleich Weilerbach und dann mache ich das gleich. Tue ich das gleich wieder ändern. Dann gibt es wieder Stereo-Aufnahmen am Werk. Da sind wir. Oh, Alter, da sind schon Fenster drin. Ha? Da sind schon Fenster drin. Das ist ja schon brutal, wie das heute vorwärts geht, oder? Sorry, muss kurz öffnen. Wo der Bagger steht. Eigentlich müsste der Arm, wo ich den Arm, den ich da sehe, das müsste der eigentlich sein. Von uns. Das müsste der sein, oder steht der hier vorne? Nein, da vorne ist ein Radbagger. Mehr Bauboden. Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Alles noch mehr Boden und immer mehr und immer weiter. Radlade. Radlade. Das ist Nummer 30. Das ist der Radbagger, Radlade. Ich dachte, der steht hier irgendwo. Muss hier eigentlich stehen irgendwo. Doch, das hier ist er, weil der 39 hat einen Verstellauslege. Kann es nur der hier sein. So kann das nur der hier sein, jawohl. Dabei, okay. Schön in den Knatsch rein, jawohl.
gute halbe Stunde gefahren. Eben noch auf der A6 steht ein Fahrzeug ohne Warnblinker, steht einfach auf der rechten Spur. Alles dunkel, alles aus, ja. Steht einfach da. Die Leute sitzen im Fahrzeug, wo ich mir denke, okay. Alles richtig gemacht quasi. Ja, keine Ahnung. Weil die nächste Ausfahrt ist meine. Könnte sein, dass das schon mein Ort ist. Oder? Könnte sein, ich weiß nicht genau. Fahre ich dort rein, dort ziemlich durch und dann am Ende des Orts fahre ich links ab. Sorry, ich muss kurz gucken, das ist nicht eingeschaltet, oder? Ah, nee. Also nochmal. 13 Uhr. Gute halbe Stunde gerollt. Eben hier den Berg hoch habe ich, es hat geregnet, was ging wirklich, es kam vom Himmel runter, was wirklich schütten kann, und jetzt 3 Minuten später könntest du schon wieder die Sonnenbrille aufsetzen. Ausfahrt ist meine. Das dürfte mein Zielort sein. Ich fahre dann dort rein und ziemlich am Ende. Du bist aber mutig, Alter. Du siehst doch gar nichts. Du siehst doch gar nichts, echt. Alles gut. Ja, ziemlich am Ende vom Ort muss ich links abbiegen. Da ist dann dieser Dorfplatz, keine Ahnung. Jetzt habe ich nicht so wirklich Ahnung davon, wo ich hier gerade rumfahre, ist nicht meine Gegend. Ich hoffe, dass das alles so passt, wie sich die Herren in Köln das vorstellen. Also unsere. Ich war am Samstag, war ich auch wieder faul. Samstag habe ich auch nichts gemacht. Wie man sieht, meine Scheibe rechts ist immer noch. Also ich sehe noch was. Das ist das, was zählt. Rein und dann, wie gesagt, mal gucken. Ich mache mal kurz die Navigation an. Wie gesagt, ich bin hier nicht so fit drin.
Heavy Metal Kaum und tropft den hier jetzt Wasser rein. Ich glaube, es geht los. Wird Zeit. Es wird Zeit. Oh, wenn das hier so bleibt, sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus mit dem Durchfahren. Bleibt er hier stehen oder müsste diese Straße hier sein dahinter? Fahrer läuft durch den Bus, okay. So, das muss ich jetzt hier rein. Mein nächster. Aufreisen, das ist eine Sackgasse, die ist hier noch gar nicht verzeichnet, die Straße. Vorne werde ich reinfahren müssen. Dann muss hier irgendwo gleich rechts müssen. Das ist die Straße. Das ist sogar kein Straßenschild, ne? Das ist die oder die nächste? Zeiselstraße, nächste. Muss es dann sein. Hier reinfahren. Das ist gerade doch wohl Knie gedauert. 100%ig war das hier. 100%ig war das hier. Guck, ob ich von hinten kommen kann. Ich muss ja kein freundliches Gesicht machen, ne? Ach nee. Poststraße. Uiuiuiui. Nicht dann da rein, wo das Haus ist, da vorne. Nee. Nächste. Nächste muss ich dann links rein. Hier komme ich eh nicht rum, ne? Hier in der Sackgasse. Ob die nächste reinkommen, ist ebenfalls fraglich. Danke. Ah doch, das sieht besser aus hier. Schaut besser aus hier. Mal gucken, wie es mit den parkenden Fahrzeugen aussieht. Ich muss mal alte Spanngurt loswerden. Ach, der sieht gut aus. Sieht besser aus hier. So, da hinten war ein Baum, da bin ich vorbei. So, irgendwo hier drin muss der sein. Ein großer Platz, auf dem ich drehen könnte. Da wo Schutt liegt, da muss irgendwo muss Schutt liegen.
Bauzaun. Bauzaun, wo fahre ich denn da hin? Ja, wo fahre ich denn da hin? Da kann ich nirgendwo hinfahren. Schut, hier liegt doch alles andere. Unser Schut, hier ist eine Einfahrt, aber natürlich eine dicke, fette Wurzel hinten dran. Ja, den Platz kann ich drehen, aber ich kann nicht darin fahren, wenn es. Direkt hier vorne dran ist ein Loch. Na, direkt mitten drin in der Einfahrt. Also reinfahren kann ich nicht. Was wird mir übrig bleiben? Ja. Ich habe keine Reifen dabei. Ah, der Bagger ist seitlich runter. Ich habe erst die Gummis neu gemacht bekommen, aber was soll ich machen? Reicht das überhaupt jetzt so? Mich da noch raus, ja. Könnte gerade so reichen. Alter, es ist. Sorry. Ohne alle. Ja. Dann gehen wir alles mit, was ich brauchen könnte.
aber gekehrt alles. Das erste Mal seitlich runtergefahren, ne? Seit die neue Gummis drauf sind, ist nichts kaputt, ja. Sieht alles noch gut aus. Und jetzt soll ich mal Richtung Heimat kommen. Es ist 14 Uhr, ich daheim bin, 15 Uhr. Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen waschen oder so, falls ich nichts mehr zu fahren habe. Ich vermute fast, ich lade vor. Schauen wir mal. Jetzt mal gucken, ob ich hier rauskomme, aber das sollte alles klappen. Ich glaube, ich habe die breite Hauptstraße quasi. Sollte hinhauen. Rechts frei und links kommt keiner, das ist immer gut. Irgendwelche Vorbauten im Haus auch nicht. Ist doch knapp, aber es reicht. Mehr brauche ich gar nicht. So, geht die Kamera aus. Natürlich mit der mittendrin, ne? Ah ja. Ja. Warm wird es heute Mittag. Brutal. Ich meine, schön, ja. Aber es könnte auch ein bisschen langsamer steigen. Ich weiß das, falls der Kollege noch nicht gefahren hat, in Neunkirchen, der 926 Kompakt, der soll getauscht werden. Wie gesagt, falls der noch nicht gefahren ist, da soll die Dose an, der zu Hause steht, soll dahin nach Neunkirchen, der soll dann anfangen zu brechen. Und der 926 Kompakt soll nach Mainz in den Zoll haben. Das sollte ich ja schon letzte Woche machen. Bagger runterfahren, aber dann ging ja der Cut in Neunkirchen, hat ja dann einen Ausfall gehabt. Dann habe ich den Bagger halt dahin gefahren. Ja. Ich habe nicht geguckt, ob mein Tiefbett gerade steht. Ne? Ich glaube, ich bin rechts höher wie links. Naja. Landstrohwolle. So, hier sieht auch alles gut aus. Eisenschwein kenne ich ja, ne, aber Eisenkuh. So, bevor es jetzt noch übler wird, mache ich die Kamera aus. So, 10 Minuten nach 3 haben wir es. Ich lade hier jetzt noch die Dose an vor, das was ich vorhin gesagt habe. Morgen früh nach Neunkirchen hin und bringe dann noch den 926 Kompakt, bringe ich mit. Mal gucken, ob ich den gleich nach Mainz runterfahre oder ob da schon ein Bagger steht. Mal gucken, schauen wir mal. Aber morgen früh bis 9 oder so habe ich erstmal Arbeit. Das ist die Hauptsache.
Das ist so, das ist doch kacke. Och, Schande. Hallo, guten Morgen auch. Dienstagmorgen. Der 12. März. Die Dosa noch geladen, gerade in Neunkirchen. Noch auf dem Weg zur Baustelle. Ja. Alpenbücher geht, regnet. Auf der Baustelle werde ich abladen, den Bagger runter, den 926 kompakt laden und den mit nach Hause nehmen dann. So ist der Plan. Langsam Zeit, dass der so weit kommt. Ja, ich habe ein anderes Wort im Kopf. Ja, der schallt doch dann am Morgen. Dopst da vor sich hin. Immer im Kollege. Arschloch, blödes. Vierkantiges, Entschuldigung. Jetzt bin ich rausgerutscht. Ja, komm, schalt. Eine Lenksperre rein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hochkomme. Ich hoffe doch.
runter, mit der dritte Gang. Und Attacke. Schwere Bodenwelle drin hier mittlerweile. Im Himmel. Also. Wirbel sind jetzt wieder alle drin. Die Wirbel sind jetzt wieder alle da, wo sie sitzen müssten. Die Bandscheiben auch. Nehme ich mit. Kann ich hier noch drehen? Okay, ich schiebe mal geradeaus. Warum komme ich nicht? Warum komme ich nicht auf einmal? Stehe, weil die LKWs, wenn die kommen, die drehen hier. Schiebt ganz schön der auf. Schlampe hier. Gucken, dass ich nicht ins Loch fahre. Der Rest ist mir egal. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, hier vorne gleich zu drehen. Ne? Ich könnte hier reinfahren und dann rückwärts hier rum. Aber egal. Haben wir uns ein bisschen gequält. So, dann beginnen wir mal mit Abladen. Gleich, wenn wir stehen, natürlich. Ich erwische mich jetzt gerade wieder dabei, dass ich schon wieder viel zu viel mit der Fernbedienung arbeite. Ja, ich könnte, Großteil hier könnte ich so fahren. Macht es halt einfacher. Ich bin LKW-Fahrer, ich bin faul. Und dann legen wir mal mit der Fernbedienung mit. Jo. So ist es halt.
Viertel nach elf haben wir es schon. Ich habe ja im Hof eben noch den 926 abgeladen und die 726 Planierraupe habe ich geladen. Und damit bin ich jetzt auf dem Weg auf den Beckenhof. Ich glaube, Beckenhof heißt es. Ist in der Nähe von Pirmasens. Ja, wird noch so eine gute Viertelstunde, werde ich noch brauchen bis dahin. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Schauen wir mal. Ich
ich werde jetzt hier gleich Münchweiler werde ich auf die B10 fahren. Münchweiler Rodalp. Dann fahre ich wieder Richtung Pirmasens hoch und die, wenn mich nicht alles täuscht, die nächste Ausfahrt müsste das sein. Ich gucke, ich glaube, die war relativ eng. Also die Ausfahrt geht, aber muss dann quasi oben am Ende der Ausfahrt muss ich links abbiegen. Ich meine, das war relativ eng, da bin ich schon mal gefahren, aber alles schon Jahre her, keine Ahnung. Wenn es nicht reicht, dann muss ich halt eine Ausfahrt weiterfahren, drehen und dann von der anderen Seite herkommen. Aber jetzt fahren wir mal hingucken. Geladen. Links stehe ich ziemlich bündig und rechts steht zu 15 cm, vielleicht sogar noch mehr über. Habe ich jetzt nicht nachgemessen, aber alles noch im grünen Bereich. Ich muss halt ein bisschen weiter Richtung Fahrbahn Mitte fahren. Lege mal alles hin. So, jetzt sind wir auf der B10. Wie gesagt, du bist jetzt gleich gar nicht so lange oder dürfte gar nicht so lange dauern. Ja, da vorne sehe ich schon das Schild. Beckenhof, genau da fahren wir hin. Mit Wohnmobilstellplatz wird neu gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Da ist schon einer, ja, aber der wird anscheinend neu angelegt. So, jetzt muss ich hier rum über die Brücke. Ich glaube noch zu wissen, dass das relativ bescheiden war. Kann mich auch täuschen, dass das gar nicht hier war, sondern dass das eine andere Ausfahrt war, aber das... Okay. Hab mich getäuscht. Alles gut. Alles gut. Ich hab mich getäuscht. Ich muss halt mal mitlenken. Aber wenn ich jetzt schon mal langsam gefahren bin, lief ein bisschen nach rechts die ganze Zeit. Ja. Dann kann ich den wieder ein Stück nach links holen. Das sieht schon gut aus. Geradeaus weiter oder? Ich glaube schon, ne? Ja. Das hier links sind ja Parkplätze, würde ich sagen. Mach mal die Funke an, weil unsere Vierachser fahren hier. Wohnmobilstellplatz. 7 Tage, 24 Stunden geöffnet. 800 Meter, okay. Da ja gleich. Ah, ja. Tiefster Pfälzerwald. Sorry, meine
hustet schon wieder da vor sich hin. Noch schlimmer, ne? Tiefster Pfälzerwald. Leider gar nichts dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass das Restaurant, dass das Gasthaus, Wirtshaus, dass das geöffnet ist normalerweise. Ja, ich weiß halt nicht, wie man da essen kann, ob man da gut essen kann oder. Aber ich denke mal eigentlich schon, wenn der Wohnmobilparkplatz vergrößert wird, ja, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder nicht Parkplatz, sondern Stellplatz, dann muss auch das Gasthaus, muss auch das Wirtshaus muss eigentlich dann gut sein. Ich werde nicht bezahlt dafür, aber ich werde selbst auch mal gucken im Internet, Beckenhof heißt das, in der Nähe von Pirmasens, ja, und da werde ich auch mal gucken, vielleicht fahren wir da ja auch mal irgendwann her essen. Wer weiß. So, also 800 Meter. Passt nicht ganz. Okay, aber kann es jetzt nicht mehr so weit sein. Beckenhof ist jetzt direkt hier am Eichhörnchen. nicht auf die Straße springen, Kollege. Muss jetzt eigentlich hier vorne sein gleich. Sorry. Endlich hier mal zurückgerufen. Ja. Ich fahre jetzt runter nach Ingelheim. Ja, ich werde bestimmt 2 Stunden brauchen oder so. Halt, diese Richtung raus, stimmt. Ich werde bestimmt 2 Stunden brauchen, bis ich da bin. Lade ich da den Traktor. Ich vermute, den Traktor entweder geht der Weilerbach oder nehme ich den einfach nur mit nach Hause.
Ja, bis ich da bin jetzt, ne, das gibt schon einen kleinen Ritt jetzt, aber gut, ist halt so. Ach komm, packst du es oder packst du es nicht? Na, ich bin doch so verwunden, bin ich doch gar nicht. Punkt 3 Uhr, was heißt Punkt 3, 14.57 Uhr. Eine Stunde 42 Minuten Fahrzeit habe ich jetzt gebraucht hierher. Ich habe es aber auch, muss sagen, laufen lassen. Also das, was die Kiste hergibt. Habe ich ja normal nicht. Normal habe ich meine 84, 85, egal ob beladen oder leer. Möpse hat eine Stunde 46 vorhergesagt. Ja, eine Stunde 42 habe ich jetzt gebraucht. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht da, aber dumm. Relativ verlässlich, das Google-Ding da. Hat da schon mal jemand was von gehört? Ist, der Traktor ist nicht überbreit, das Gute ist, der Traktor ist nicht schwer. Ja, also das sollte lösbar sein. Der Nachteil ist, ich muss 1,50 Meter ausziehen. Ja. Kann ja nicht mehr. Gut laufen. Steht alles okay. Da unten stehen die Bus hier. Steht hier auch ein Träger. Träger fährt noch. Ah ne, der da nicht. Tja, eigentlich Sinn mache ich, fahr hier rein, oder? Hier reinfahren. Ich bleib hier erstmal stehen, ich zieh raus. Jo. Was? Fahrtrichtungsanzeige gestört? Irgendwas stimmt nicht. Moment. Stecker vom Licht war in der falschen Dose. Meine Leerdose. So, jetzt aber. Patakovic. Patakovic. Träger geladen. Nehme ich jetzt mit nach Hause. Er geht mit nach Hause, morgen früh geht er rüber nach Weilerbach ins Hospital. Länger gedauert wie erwartet. So. Mit Kreisel rum, ich hebe gleich das Tiefbett hoch. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen zu tief stehen.
nicht aufgemacht oder so. Doch, oder? Oder habe ich die zu? Nee, die muss auf sein. Die muss auf sein. Also da ist die hinter vorne in die Kurve. Mein Ausweis. Wo ist denn mein Ausweis? Alter, wo ist denn der jetzt? Du ohne Leiter. Hei, hei, hei. Steckt normal immer da vorne drin in der Schublade. Alte Sau. So, da sind wir wieder. Schon wieder. Da werde ich auch noch öfters herfahren. In Igelheim, die ganzen Maschinen, die werden noch nicht fertig. Wir haben noch einen Tag zu tun. Etwa. Vielleicht auch zwei, keine Ahnung. Hab's Radio wieder laufen, ne? Ja, vielleicht hört man es nicht. War ja nicht so laut. Bin mal gespannt. Ab heute Mittag soll's Wetter besser werden, soll aufhören zu regnen und soll sonnig werden. Und morgen an die 20 Grad. Also. Yippie! Jetzt halt gut. So warm muss es nicht gleich sein, ja, aber. Sag's mir, trocken halt einfach. Trocken, das ist wichtig. Ich glaube, ich komme hier heute auch noch mal her. Scheint, als wäre da vorne einiges an Maschinen fertig. Schräg, da steht doch voll im Sulver drin, oder? Oh ne, es täuscht, okay. Es täuscht. Seite begeben. Da bin ich nicht so auf der Hauptstraße und ich kann auch in aller Ruhe dann wieder die Flader zusammenbauen. Au, au, au.
habe ich ihn wieder nicht auf. Das habe ich ihn wieder nicht auf. Ich kann mich verlassen, ich nicht drüber. Ah ja, so. Leer haben wir. Jetzt haben wir alles zusammengeschoben, alles zusammengebaut. Anstrengend dieses. War's. Jetzt fahre ich rüber in den nach Gräbach. Ich muss mal gucken, der Bagger wird im dicksten Dreck stehen. Vermute ich mal. Also er wird nicht sauber sein und ich werde nicht wirklich dahin fahren können. Heißt, ich kehre wieder 500 Meter Straße oder so. Gummikettenbagger, ja. Ja. Fahren wir hin. Beim Fahren an der Kreuzung stehen, guck mir das erstmal an. Mir das erstmal an, wie es dort aussieht, und dann entscheide ich, ob ich reinfahre oder ob ich den Bagger so raushole. Ich dachte, das wird länger, aber scheinbar nicht. Vielleicht kommt da noch was dran vorne. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als käme hier noch was. Als käme hier noch was dran. Ach ja. Nicht richtig einzuspulen. Ich muss ja da vorne, muss ich eh mitlenken. Hier an der Lecker Ausfahrt.
es sieht echt so aus, als hätten die das ein Stück nach außen gerückt. War nicht so viel Platz. Vielleicht sogar ein Stück weiter nach vorne. Gar nicht mitlenken, weil ja, das war knapp. Doch, irgendwas ist anders. Du musst nicht mitlenken, alleweil. Ach ja. Weit über Rot-Seelberg fahren. Bin ich ja schon fast dahin. Ich denke, das werde ich so machen.